muss erstmal reingehen. Schall isoliert, Priya. Warum ist die weggerannt? Tut mir leid, der Filter hat geklemmt, aber Jin denkt, er hat es jetzt. Oh wow, noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Ups, tut mir echt leid. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Oh, richtig. Mhm. Sorry. Owen, Nati, komm hier. Gut, das war's komplett. Ich gehe wieder. Geh wieder zurück in meinen Bunker, ja, ganz ehrlich. Also Menschen werden entweder als absolute Arschlöcher dargestellt oder als Vollidioten. Ist ja nicht ganz falsch. Nee, lass mich hier wieder rein. Ich wollte nur die Stocks haben. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Ja. Kochen. Ich habe 2 Fleisch. Warte mal, kann ich? Ah, ich habe keine Rezepte. Das ist natürlich scheiße, ne? Ach so, und hier kommt was anderes. Ah, okay, ja. Scheiße. Komm gleich wieder. Aber irgendwo, wo war das denn? Irgendwo habe ich doch gestern was eingesammelt. Nee, heute war das. War gar nicht gestern. Hier sind die Heildinger. Wo waren die denn? Da hinten, glaube ich. Irgendwelche Pilze dran oder so. Ich auch nicht so genau. Waren die das? Ey, das hier mit Maus und so ist das halt einfach, man klickt die linke Maustaste, zieht runter, fertig. Ey, mit dem Controller ist das so satisfying. Das Einsammeln. Regnet halt gerade nicht, ne? Machst du jetzt gerade absolut nichts. Das war das nicht. Glaube ich zumindest. Bist du? Schutzfrucht. Kochzutat. Aber ist auch eine Kochzutat. Wir nehmen das einfach mal mit. Wir kochen uns gleich richtig lecker was zu essen. Lecker Schmecker. Mm. Ich denke mal, bei Regen ist besser. Und wahrscheinlich, je besser deine Materialien, desto besser dann das Essen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Essen irgendwie schimmelt. Aber nicht. Wir tragen das einfach so in unserer Tasche rum. Ist jetzt ärgerlich. So, erstmal kochen, bevor wir weitermachen. Ist ja wichtig. Zack. Nee. Ach so. Kochen. Einfach kochen. Scheißegal. Einfach mal probieren, was passiert. Ne? Zack. Jawohl. Hier, ruf. Okay, das ging schnell. Gut, Energie 100%. Fleischstreifensalat. Lecker. Direkt auch mal essen. Mach ich mir einfach nochmal direkt was. Weil, na, warum nicht? Wenn Kochen so schnell gehen würde, ich würde nur noch kochen. Oh. Obstfleischspieße. Jetzt haben wir was anderes gekriegt, aber wir haben doch das gleiche gemacht. Was ist, wenn ich nur das mache? Das sieht einfach mal ein bisschen aus hier. Also ich denke mal, generell ist wichtig, sich selbst Essen zu machen. Obstsalat. Gut, wer hätte das jetzt auch erwarten können, dass da ein Salat rauskommt. So, das habe ich jetzt in meinem Essen-Ding drin, oder was? Geil, geil. Okay. Ich bin mehr oder weniger bereit. Let's go. So, alles, was jetzt kommt, ist für mich neu. Außer das, was hier drin ist, das hatte ich gestern auch.
Nice. Kann die Dings herstellen? Nee, kann ich nicht, weil hier drinnen geht das nicht. Wir können den Navi-Bereich für mehr Besucher erweitern. Na, zu dem muss ich anscheinend gehen. Wer ist das da? Herstellungsbank. Kann ich irgendwas verbessern? Ich würde die gern ausziehen, aber irgendwie kann man das nicht ausziehen. Das ist voll dumm. Guter Herstellungsentwurf. Gut, danke. Also hier kann ich jetzt nichts machen. Schade. Wir hätten fast alles verloren. Ach, guck mal. Mehr hör direkt handeln. Hurits Guerillasehne. Alter. So. Okay. Das kostet Ersatzteile. Gut. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Nicht? Drücke G, um eine Blendgranate zu werfen, wenn eine Blendgranate und Gegner vorübergehend bewegungsunfähig zu machen. Nett. Ein paar dieser Früchte duften so gut. Man will Almas persönliches Logbuch. Oh. Nee, wo war denn das Protokoll? Sache. Im Kampf gegen Mercer und seine Idioten vergesse ich manchmal, Trottel, dass auch er nur Teil einer großen Maschinerie ist, die sich ihren Weg durch Pandora bahnt. Ich habe lange nichts mehr von Jay gehört. Aber so wie es aussieht, will General Ardmore immer noch seinen Kopf auf einem Tablett. Natürlich will sie das. Ist ja auch verständlich. Er hat all die Waffen geklaut. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Vielleicht können wir auch sowas schaffen, wenn sich die Clans vereinen. Irgendwann, zu einer anderen Zeit. Ich hoffe nur, dass Jake General Ardmore weiter auf Trab hält. Harding ist schon schlimm, ohne Frage. Aber Ardmore ist so ein hohes Tier und eine der besten, die ich kenne. Sie fügt sich perfekt nahtlos in die RDA ein. Schlau und brutal. Wenn jemand Pandora kolonisieren kann, dann sie. Also die Transkription ist scheiße. Entwürfe, was haben wir denn hier? Aha, cool. Rezepte. Da haben wir schon mal herausgefunden, ein paar Rezepte. Nice. Tja, sie zu verarbeiten ist eine Wissenschaft für sich. Oh, Guerilla-Brustschutz, gut. Okay. Ja, und sie nicht zu geschmacklosem Matsch zu machen. Ah, dann gehen wir direkt dahin. Jay greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung nach welchem Prinzip. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir ansehen. Die Lieferposten greifen wir in kleinen Teams an. Rein und wieder raus, bevor die RDA sich die Lieferungen holen kann. Ich versuche wirklich, meine Fehler wieder gut zu machen. Ob es langt, wird die Zeit zeigen. Transkription ist immer noch scheiße. Ich glaube, es wird sich auch nicht mehr ändern. Egal, wir haben was Neues gefunden. Warte, wie mache ich nochmal meinen Charakter so? Das ist halt besser, ne? Sieht halt alles so undingsig aus, finde ich. Naja. Ein bisschen besserer Schutz. Ich finde auch ein bisschen komisch, dass man Sachen nicht einfach weg ausziehen. Danke, Schrumlauch, warum nicht? Ah, okay. Und das andere habe ich dann gar nicht mehr, ne? Das ist dann einfach weg. Okay. Wir gucken uns hier noch weiter um. Vielleicht gibt es ja noch mehr, weil ich einfach snacken kann. Alter, die sehen übelst klein aus, ne? Guck mal, die ist ja... Man würde ja sagen, aus dem Stand sehr gut. Wir gehen zurück. Es ist witzig. THP war mal alles, was wichtig war. Jetzt kommt es mir vor wie ein Traum.
bevor John so wurde wie jetzt. Wie konnte das alles so schief gehen? Es lief alles perfekt. John mit seiner Vision und ich als Stern in der Wissenschaft. Zusammen unaufhaltbar. Wollten alles anders machen. Wir wollten Navi und Mensch gleichzeitig helfen. Navi halt. Aha. Opfer mussten wir alle bringen. Einige... Ihr letztes. Aber die Wissenschaft, der Fortschritt. Wir taten, was wir für richtig hielten, um TAP umzusetzen. Und jetzt ist TAP das Grab unserer Träume. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollten die das ja auch gar nicht. Man, ne, man weiß ja nicht. Weiter gucken. Gibt's hier noch mehr? Irgendwas gibt's hier. Ach, okay, es gibt noch mehr, hätte ich mal nicht gefragt. Okay, Elmar. Ich spreche über meine Gefühle. Was für eine Zeitverschwendung. Sie meint, ich muss was verarbeiten. Sie ist Ärztin, okay. Durch und durch. Solche Entscheidungen sind nicht leicht. Ist ja nicht so, dass ich keine Kinder möchte. Und Jin wäre ein unglaublicher Vater. Aber die Familienplanung musste erstmal hinten angestellt werden. Ja. Erstmal ist Jin Alkohol und der ist hier falsch geschrieben. Die Umstände sind jetzt anders. Wir gehen nicht für ein paar Jahre reisen und kehren dann heim. Wir gehören jetzt zum Widerstand. Wenn wir Kinder kriegen, dann auf Pandora. Ich will das nicht in einem Kriegsgebiet. Und selbst wenn wir sicher wären, was es hier nie wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was wäre ich für eine Mutter? Besser als meine? Jin wäre mein Ausgleich. Wenn er noch ein bisschen durchhält, bis es sich beruhigt hat, vielleicht sprechen wir dann nochmal über das Thema. Ja, na, halt auch nicht. Man weiß ja immer nicht. Okay, Elmar. Ich spreche über meine Gefühle. Was für eine Zeitverschwendung. Sie meint, ich muss was ver... Hatte ich schon. Gut, dann... Ah, hier. Dauert ein bisschen. Ah. Die unabwendbare Rückkehr, gefunden im Hauptquartier des Widerstands. Autor Alexander Tremaine. Es war auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir hatten viele schöne Jahre auf Pandora. Natürlich auch mit vielen Überraschungen und Herausforderungen. Aber es waren gute Jahre. RDA-freie Jahre. Das ist nun vorbei. Auf wie lange brauchen die nochmal zurück und wieder hin? Lange. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Aber einige von uns sind nicht so bereit wie andere. Jake ist irgendwo da draußen und versucht die Clans von einem proaktiven Angriff zu überzeugen. Denke ich. Alma weiß mehr darüber, hat aber keine Zeit, uns zu einer Einheit zu formen. Wir ziehen in das westliche Grenzgebiet, diesmal nicht nur, um in den Feldlaboren zu arbeiten. Nein, uns erwarten Abenteuer und Gefahren. Was ein mulmiges Gefühl. Bei mir hinterlässt... Was? Was ein mulmiges Gefühl bei mir hinterlässt, wenn ich nur daran denke. Ich bin Wissenschaftler, kein Soldat. Ein Wissenschaftler, der das große Glück hatte, diesen wundervollen Mond mehrere Jahre studieren zu dürfen, ohne sich Gedanken über die RDA-Verbrecher machen zu müssen, die alles in Schutt und Asche legen. Aber genau aus diesem Grund muss ich mich ihnen stellen, um sie aufzuhalten. Sie haben mehr Waffenstärke als wir, also müssen wir schlauer sein als sie. Natürlich werde ich auch auf Leute treffen, mit denen ich einst zusammenarbeitete. Es beunruhigt mich zwar nicht sonderlich, da ich niemanden körperlich schaden muss, aber es beschäftigt mich trotzdem. Der Gedanke, dass aus Kollegen Feinden wurden, nicht nur, weil sie mir bei der Arbeit mein Sandwich aus dem Kühlschrank geklaut haben, das wäre schon schlimm genug, sondern im Sinne von, wir führen Krieg gegeneinander. Vielleicht können wir noch andere überzeugen, die Seite zu wechseln. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Hallo. Sie ist immer bereit, zuzuhören und Rat. Wir haben es ins westliche Grenzgebiet geschafft. Alles geht momentan so schnell. Ich hatte nicht erwartet, dass ich gegen die RDA kämpfen muss. Keiner hat das. Naja, vielleicht Jake. Ich nehme an,
Solche Dinge werden nicht mit allen diskutiert. Jake führt den Kampf von einer neuen Position aus fort. Alle sind völlig verunsichert, weil die RDA wieder auf Pandora gelandet ist. Fühlt sich seltsam an, diesmal auf der anderen Seite zu stehen. Eine Invasion durchmachen zu müssen, die Angst und die Unsicherheit. Ich schreibe, als wäre das nun meine Welt. Doch das wird sie nie sein. Aber ich habe Spuren hinterlassen. Eine Narbe. Wenn Jake von den Bestien Wind bekommt, puh. Er hätte mich nie auf Pandora bleiben lassen, wenn er es gewusst hätte. Gott, ich hoffe, er findet es niemals heraus. Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, möchte ich hoffen, dass ich anders gehandelt hätte. Ich hatte mir wohl etwas vorgemacht, als ob ich der korrupten Geschäftsmaschinerie der RDA einen Hauch Menschlichkeit verleihen könnte. Stattdessen hat sie mir ein Stück meiner Menschlichkeit geraubt. Hielt ich mich wirklich für etwas Besonderes, als ob es möglich wäre, ein Teil davon sein zu können, ohne davon verdorben zu werden? Ich trage Mitschuld an den Schmerzen, am Leid. Wenigstens stehe ich diesmal auf der richtigen Seite. Also das spielt alles schon im zweiten Teil. Ich dachte, das spielt so zwischen 1 und 2, aber es scheint nur im ersten zu spielen. Alter, was ist hier denn noch alles? Da hinten ist ja auch noch irgendwas. Erstmal alles gucken hier, ne? Ah ne, das ist draußen. Oder? Ja, das ist draußen. Warum sehe ich denn von draußen Sachen? Das ist ja voll dumm. Das spielt dann im zweiten Teil. Da hinten ist auch was. Was ist denn da, Junge? Achso, da war ich schon. Ist da wieder was drin? Schade. Okay. Dann habe ich noch hier irgendwas gehabt mit Dingens, Kirchensbummens. Komm, ich mal nicht zu nah, nicht, dass ich hier auf einmal was trigger. Wo war denn das andere Ding? Hier ist Nummer 1. Alma sagte, sie hat schon eine ganze Weile nichts von Jake gehört. Aber sie scheint sich keine Sorgen zu machen. Er ist viel beschäftigt, denke ich. Ich bin ziemlich fertig heute. Keine Ahnung warum. Ich fühle mich so zerrissen, wenn ich mir die Neuen vom Widerstand ansehe. Sie sind so gierig, aufgeregt. Selbst Priya. Sie alle wollen die RDA fertig machen. Ich weiß, für sie ist es anders als für mich. Ich lebe schon ewig auf Pandora, sie nicht. Und mir war immer klar, dass die RDA zurückkehren würde. Und jetzt, da sie zurück sind, fühlt es sich an wie, schon wieder? Wirklich? Selbst wenn wir sie besiegen und von diesem Mond vertreiben, kommen sie doch nur irgendwann wieder zurück. Sie werden Pandora nie ruhen lassen. Niemals. Es ist einfach zu wertvoll. Ich frage mich manchmal einfach, was ich hier mache. Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. So, Kinas. Hi. Ich hoffe, die Clans besuchen uns. Gucken wir erstmal hier. Nee, wo waren das? Der da hinten, ne? Weiß ich, hab's einfach getriggert. Du hast es geschafft. Als wir Schüsse hörten, sagte Alma, wir sollten fliehen. Bist du okay? Angeschlagen. Sotlek hat mich gerettet. Wo sind die anderen? Ritnella und Nor leben. Sie wollten nach draußen. Das sollten sie lieber nicht. Zu gefährlich, oder? Keine Sorge, ihr seid sicher. Das zählt. Was ist passiert? Das THP lag in Trümmern. Mercer ließ es bei der Evakuierung zerstören. Die Wände haben euch begraben. Ich hielt euch für tot. Priya hat Funksprüche der RDA über ein Signal beim TAP aufgeschnappt. Ich wagte nicht zu hoffen. Wie lang waren wir dort? Fühlte sich wie nur ein Tag an. Für euch sollte es sich so anfühlen, aber es waren 16 Jahre. Was? Oh. 16? Alma. Kann nicht sein. Ihr müsst verstehen, euch jetzt wiederzusehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nie wieder passieren. Pass auf, komm zur Ruhe. Rasch kümmert sich um dich. Daylan kennt sich schon aus und kann dich rumführen. Das hier kann dein Zuhause werden. Du wirst sehen. Aber ich würde schon lieber irgendwer einen Baum lecken, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. 16 Jahre. Rajinda. Wer ist denn Rajinda, ja, Alter? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Alma hat recht. Wir können uns zu Hause fühlen. Also ich tu's. Ist doch cool hier. Die ganze Technik. Ja, erst ging es allein um Unobtanium. Gut. Ich sag ja auch mal so, du bist ein Idiot. Solche Sachen.
Kann ich auch langsam? Oh, glaube ich nicht. Kann ich auch langsam laufen? Nee, ne? Was ist der Plan? Wenn ich so mache, dann kann ich mich nicht mehr drehen. Er ist dort drüben. Das ist Rasch? Er ist cool. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Das ist ja Klischee jetzt. Die tun so, als hätte Pandora. Du musst Rasch sein. Rajinda, bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte. Ich kenne Alma. Alma nennt mich Rasch. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neue. Ich wusste, dass du kommst. Hast Komiker hier. Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Was darf es heute sein? Weiß ich noch nicht, mich gucken. Darf ich mir irgendwas aussuchen? Mhm. Okay, die kosten wieder. Aha, mhm. Okay, okay. Legerer Forschungsriemen. Legerer. Legerer, Junge. Okay, die sind kostenfree, oder was? Okay. Ich will. Warte mal, hier war was Design? Ein bisschen. Ach so. Gibt's keine Designs, okay. Auch keine Modedesigner am Stissel. Naja, gut. Und die kann ich mir kaufen für die Ersatzteile, die ich natürlich noch nicht habe, weil ich habe erst 4. Ein guter Look ist nie falsch. Na, guck mal hier. Ja, Ketten. Okay. Das Ding ist das nicht besser? Nee, das hat 20. Das ist weniger. Das sieht halt mehr like Dingsbums aus, aber das wäre trotzdem besser. Aber das war kostenlos. Okay. Aber Hose habe ich, die vielleicht besser? Das sieht mehr nach Navi aus, ne? Schön hier, aber hey, was ist das mit den alten Sachen immer? Sind die kaputt dann? Ich weiß es nicht. Sind die in meinem Beutel? Ach, nee. Hä? Die sind nicht im Beutel. Hm. Also alte Sachen scheinen immer zu verschwinden. Was ja auch dumm ist, ne? Aber gut, egal. Ja, gut, habe ich. Achso, ich muss mir beides anziehen, oder was? Na ja, gut. Das ist aber keine richtige Navi-Kleidung. Das ist einfach Bauernkleidung. Ja, klar. Achso, nochmal mit ihm sprechen, alles klar. Hast du... Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Boah, da würde ich mich immer, also würde ich immer ungewohnt sagen, jo, danke, ciao. Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten und was von der Technik ausprobieren. Das ist eine Cappy, du Lutscher. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Total. Und bisher kann ich da noch nichts sagen zu. Na, Kleiner? Taylan, dieser Ort sieht dich magisch an. Und einfach so winzig, ne? Alex baut Sachen, Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Toll. Ein bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Ja, eben, ne? Der hat gar das keine Ahnung. Das speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und TAP-Teilen? Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Du hattest recht mit Taylan. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe.
Ich? Warum hast du gesagt? Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Siehst du die Kabel unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Schon dabei, Junge. War die Treppe gerade auch schon hier? Ich mich ja gar nicht dran erinnern. Na gut. Achso, hier geht's. Nee. Da geht's nicht raus. Geht's da raus? Wo geht's da hin? Doch, da geht's auch raus. Ja. Alter, wo bin ich hier denn gelandet, Junge? Nicht da. Ach nee, ich muss alle reparieren, oder was? Halte gedrückt, okay. Dann benutze Kreisen. Hier ist nichts mit Kreisen, wenn ich ehrlich bin. Aber das sind ja mehrere. Okay. Ich habe wahrscheinlich einfach vorher nicht geguckt, alles klar. Meine Daten zeigen auch oben einen Fehler. Aha. Stimmt die Verkabelung. Okay. Kannst du schnell nachsehen? Es sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Naja, bin aber. Kinderspiel. Ach, mir fehlt das Kindsein. Naja, mir auch. Schon sehr sachte drücken die Tasten, sonst. Explosion. Hey Alex, ich habe den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Na klar, hacken. Ja, kein Problem. Was jetzt? Ich glaube, okay. Ich hab's. Aha! Siehst du? Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, Tip-top. Dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Hatte doch gerade. Aber nicht? Genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Weiß ich nicht. Sie suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle. Unter dem Gebäude. Okay, da weiß ich ja Bescheid. Jetzt bin ich hier einfach bergbaumäßig unterwegs. Ja, läuft. Wo müssen wir jetzt hin? Muss ich jetzt hier drunter laufen? Mal gucken. Was ist das da? Achso, Bausparer. Von Thun. Klar. Jetzt weiß ich, wo die hin sind. Ich sage dir, wie es ist. Keine Ahnung. Ich bin hier gelandet. Bin ja ganz woanders. Oh, warte mal, jetzt regnet es doch. Jetzt sind doch die, jetzt ist da hier, das ist da super jetzt. Was sind das da für Leute? Achso. Ah, genau. Okay. Mhm. Munitionsbauteil. Ich denke mal, die warten da unten eh auf mich. Also von daher ist alles gar kein Problem. Ein Baum, der in Wechselbeziehung mit anderen Bäumen lebt und höchst giftige Wurzeln hat. Na gut, den will ich nicht haben. Wenn er giftig ist, ist doof. Giftig ist scheiße. Ich nicht. Nee, nicht so gut. Wo war denn das andere jetzt? Hier waren da irgendwo diese komischen anderen. Diese Bauteile. Jetzt sind sie weg. Toll. Spitze. Na gut. Gehen wir mal in die Höhle rein.
Was überhaupt hier? Ja. Wir sind da hinten. Ups. Wir sind hier zwar nicht vom Wasserstamm voll Dings, aber wir können trotzdem schwimmen. Da sind sie. Da bist du ja. Aber ich. Meinte, du wärst draußen. Ja, und nun? Können wir jetzt gehen? Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentur neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Digga, dann mach. Aber wohin? Was macht er? Er sitzt hier rum. Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella, Daylan? Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Stop. Eher nicht. Nee. Nur, jetzt bin ich verwirrt. Bitte. Komm schon. Alle warten. Ja. Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Der Pilz mit Eifüllung, Junge. Hört sich richtig ekelhaft an. Waren wir nicht toll. Lange genug eingesperrt? Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Nee, also ich, wie früher. Ja, egal, komm. Wir müssen uns auf das einstellen, was uns erwartet. Versteck. Ist das... Nee. Ach so, ich kann Sachen ins Versteck packen. Ha. Kann ich dann aus jedem Versteck da auch wieder rausholen oder nicht? Schauen wir mal. Wobei eigentlich behalte das alles. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie... Okay, ich gehe mal, ne? Ihr schlaft unter den Sternen einfach. Macht mal. Gut schon. Ich glaube, das Spiel wäre mit... Ich muss mal gucken. Das Spiel wäre, glaube ich, geiler. Mal gucken beim nächsten Mal. Vielleicht kann ich in der Basis von Mercer noch ein paar Samson-Teile ergattern. Bin da. Die anderen schlafen unter den Sternen. Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Sarentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschef. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma, in der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert.
Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Cid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Ja. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte.